meine lieben Schwestern und Brüder, ein wenig hineinschaut in die Auslegung der Väter, dann merkt man, etwa bei Augustinus, dass das nicht ganz einfach ist mit diesem Stück der Bergpredigt. Die Väter konzipieren ein Leben von uns, dass man sich natürlich um die Belange des Lebens sorgen muss. Und es wäre heute auch ganz einfach, gerade dieses Wort Jesu gegen die Praxis etwa unserer Kirche hierzulande in Stellung zu bringen, um was wir uns nicht alles sorgen. Aber wenn man das laut sagt, kriegt man natürlich schnell die Gegenfrage, aha, und Sie wollen dann später keine Pension. Und damit wird man schnell wundrot gemacht. Es geht aber nicht um das Gegeneinander ausspielen, sondern um die Frage, ob die Prioritäten stimmen. Denn Jesus sagt ja sehr wohl, das andere wird euch dazugeben. Es ist die Frage und der Aufruf Jesu, der ganz klar ist, was ist das Wichtigste? Und kann man dieses Wichtigste, dass es euch zuerst um das Reich Gottes gehen muss, kann man das an dem, was ihr tut, wie ihr sprecht, wie ihr lebt, kann man das daran ablesen? Kann man das erkennen? Wenn wir heute den Mariensamstag halten, dann glaube ich, ist das ein schönes Zusammentreffen mit diesem Stück der Bergpredigt und der Verehrung der Gottesmutter. Wir singen oft in vielen Liedern von ihr als der Lilie. Der Lilie, die der Acker dieser Welt hervorgebracht hat. Ja. Und in dem Maße, in dem die Kirche ihr folgt und auf sie schaut, auf diese Lilie des Ackers der Welt, auf diese Lilie Gottes, wird sie das, was Jesus hier in der Bergpredigt sagt, nicht nur bewahrheiten, sondern in die Tat umsetzen. Gott immer und überall zuerst, ohne Kompromisse. Alles andere wird dazugegeben. Nichts für sich haben wollen, sondern es für Gott geben und alles andere wird sich einstellen. Wie sehr braucht die Kirche gerade heutzutage genau dieses Beispiel und diesen Blick auf sie, die Auserwählte Lilie.